So, Mikrofon haben wir uns schon mal an. Hintergrundmusik und ja, sämtliche anderen Sachen damit dann mal auch. Und ja, ich muss den Controller auch nochmal anmachen. Ganz wichtig. Muss nämlich gerade nochmal Batterien kurz mal suchen für den Xbox-Controller. Weil die ich gestern benutzt hatte, die waren jetzt seit sehr, sehr langer Laufzeit doch mal leer gegangen. Aber trotzdem für einen normalen Xbox-Controller mit Pillow-Normalbatterien hat der sich eine ganze Weile gut gehalten. So, machen wir auch mal einen aktiven Stream hier rein. Und man sieht meinen Hai noch nicht ganz. Einen Augenblick. Das kriegen wir doch. Noch mal kurz hin. Warum sieht man meinen Hai jetzt wieder nicht? Versuchen wir es mal nochmal. Jetzt müsstest du eigentlich euch das Fenster angezeigt bekommen. Haifisch, hallo. Ah, ja, da bin ich. Also mal nice. So, und in diesem Sinne erstmal Hallihallo, Hallöchen und willkommen zum neuen Stream von mit mir, Ben. Ja, gestern habe ich ja angekündigt gehabt, dieses Wochenende ein wenig bessere Spiele, die ich verstreamen werde. Gestern war es Grapple Dog, ein recht interessanter kleiner Indie-Titel, wo ich sagen muss, ja, den könnt ihr euch mal für die Switch und für den PC mal angucken. Und ja, genau, wenn mir gerade eine kleine Fliege vor der Nase rumfliegt, weg. Ja, genau, so geht es jetzt heute weiter mit Time on Frog Island. Ist auch ein sehr nettes, kleines, feines Indie-Game, was es auch für die Switch und für den PC gibt. Und ja, gucken wir einfach mal, ob das mir gefällt oder nicht. Time on Frog Island wurde mir von Cuddle vorgeschlagen. Und ja, ich habe es mir dann mal während einem Sale kostengünstig geschossen auf Steam. Soll halt ein Adventure-Rätselspiel sein. Ähnlich wie, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Was ich auch schon vor einer ganzen Weile mal gespielt hatte. Mal ganz kurz mal das Smartphone hier nehmen wir uns ran. Weil. Oh Gott, das hatte ich vor Down in Bermuda gespielt gehabt. Warte mal. Wie hieß das nochmal? Da haben wir Down in Bermuda. Da. Gehen wir jetzt auf meinen Kanal nochmal. Da. Panpan, genau. Weil das Spiel soll aber vom Konzept her so ähnlich sein wie Panpan. Nur halt mit Fröschen. Und auf einer Insel. Also ähnlich wie bei Panpan, nur halt ohne Frösche. Aber trotzdem auf einer Insel. So, ich würde aber trotzdem mal sagen, muss jetzt allen Ernstes wieder mit der Maus hier reinklicken. Ja, musste ich. Tatsächlich. Ich hoffe mal, Musik ist so okay, Hintergrundgeräusch, ansonsten kann ich nochmal später nochmal ein bisschen ja, verändern. Aber schauen wir mal rein. Time on Frog Island. Zeige mir, Spiel. Was bist du? Wirst du mir gefallen? Wirst du interessant sein? Ich muss sagen, das Charakterdesign von unserem Hauptcharakter ist schon mal sehr interessant. Ist anscheinend der jüngste und älteste Seemann gleichzeitig gefühlt. Aber das macht das Meer halt aus dir. Es lässt dich altern. Du siehst zwar aus wie Junge, weiß ich nicht, Anfang 20, aber fühlt sich schon, als wärst du irgendwie 70. Und ich sehe, wir machen das typische Protagonist wacht am Strand auf Szenario. Zelda lässt grüßen. Nein, meine Top-Pflanze, die sehr wibbly wobbly ist. Oh, wow, okay. Ah. Während ein Frosch einfach mal die als Stillleben benutzt, um hier was zu malern. Das ist sehr nice. Aber, mal ganz kurz. So. Ah. Andre. Bolona.
Ja, ein paar Sachen fehlen, sind kaputt. Ich schätze mal, die müssen wir dann wohl jetzt mal erneuern und finden. Anscheinend sind wir auch genau wie ein Pan-Pan. Wir... ja, wir kommunizieren im Grunde nicht mit richtigen Wörtern, sondern halt nur mit Piktogrammen anscheinend. Ich kann so viel Zeug jetzt hier schon noch unter einsammeln. So. Da kann ich mir anscheinend ein Lagerfeuer bauen. Und es entfacht sich einfach mal wie von selbst. Geister, Weißbrot, Gott. Und es brennt. Oh, warte mal. Ah, schade, das Holz brennt, aber alles andere drumherum irgendwie nicht so wirklich. Ich will jetzt nicht den kleinen Pyroman hier raushängen lassen und einfach mal den ganzen Wald abfackeln. Oh, wir haben so viele Sachen, die wir jetzt einfach mal so random aufheben können. Also ich habe ja schon mal ein bisschen mehr was angesehen vom Spiel. Also es ist im Grunde, sag ich mal, halt Fetch Quest the Game gefühlt. Sämtliche Einwohner von der Insel wollen halt irgendwie was haben. Wir müssen es denen liefern und dann gibt es auch wieder was im Umkehrschluss zurück. Aber ja, sehe momentan habe ich sehr, sehr viel Krams hier rumliegen. Wo wir was machen könnten. Okay, ich kann leider nichts werfen, ich kann es nur hinlegen. Ja. Wo ist meine Pflanze? Ja, keine Sorge, ich weiß, dass eine Pflanze da hinten ist. Was brauchen wir jetzt nochmal alles? Wir brauchen Seile, wir brauchen ein neues Segel, wir brauchen unsere Topfpflanze und wir brauchen ein Ruder. Ich meine, die Topfpflanze, die ist jetzt hier oben. Beim Typen, der ein Stillleben zeichnen möchte. Hallöchen, großer Frosch, gib mir bitte meine Pflanze wieder. Aber ich möchte anscheinend dafür Bild haben, beziehungsweise mit einem Bild von zeichnen, okay, ja. Ja, hast du vielleicht was anderes für mich zum Zeichnen? Ja. Rein zufälligerweise hätte ich da was, was mit angespült worden ist. Und wie fucking gigantisch sind bitte diese Frösche? Bin ich einfach nur so klein? Fuck. So, nehmen wir mal die Flasche hier. Na komm schon. Kamera kann ich leider nicht drehen, das ist ein bisschen schade. So, jetzt habe ich dir eine Flasche hingestellt zum Zeichnen. Ist das so besser? Herr Künstlerfrosch, ja, du bist happy anscheinend, auch wenn dein Charakter gar nichts macht. Eieiei. So. Ja, Topfpflanze. Ich kann meine Topfpflanze umarmen. Okay. Auf See ist halt alles ein guter Kumpan. Für ihn anscheinend eine Topfpflanze. Und ich will nicht wissen, was er mit der Topfpflanze macht. Weil einerseits, er sieht halt aus, als wäre er gerade frische 20, aber auch einerseits irgendwie keine Ahnung, als ob er schon die 60 anklopfen würde, gefühlt. Was macht das mir halt mit einem? Die Meer ist eine raue Geliebte. Bouncy, bouncy Mushrooms, nice. Hier ist noch mehr Zeug. Mein Holz brauche ich eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel, weil ich habe das Ding aber anscheinend repariert. Ohne Werkzeug, ohne gar nichts. Okay.
Ja, zur Schlafenszeit. Also ab zum Schiff, beziehungsweise halt hier zum Feuer. Oh, und seine Top-Pflanze muss mit ihm pennen? Was? Warum? Ich dachte, die wäre da sicher, aber okay, ja. Dann steig einfach mal ins Feuer und versuch zu schlafen. Oh, Hintergrundgeschichte. Okay. Ja. Aber seine Geliebte ist doch die See. Sind Seemänner nicht alle verheiratet mit dem Meer? Die eine oder andere Art und Weise. Und sind Meerjungfrauen nicht einfach irgendwelche Seekühe, die, naja, zu sexy aussehen manchmal? Warte mal, da wollte ich noch nicht hin. Oh, von wie Lanky er so ist. Oh, ich muss sagen, der Stil ist halt wirklich sehr nice. Ah, ich sehe, du malst jetzt gerade mein Schiffswrack. Okay, und das, worauf du malst, ist wohl ein Tuch groß genug, um ein neues Segel zu sein zu können. Aber du möchtest ein blaues Schwimmding? Okay, blaues Schwimmding. Okay, jetzt habe ich auch mal herausgefunden, dass ich anscheinend auch ersaufen kann, wenn ich zu weit rausgehe. Er will jetzt wohl so ein blaues Schwimmding haben, zum Tauschen für seine neue Leinwand, beziehungsweise halt das Segel. Und auch wenn es Kunst ist, passt halt von der Größe und der Form halt perfekt für mein Segel. Na, komm schon. Natürlich nur diese Viecher finden, wo die sind. Ah, Pilze. So. Hallöchen, hier Forscher Frosch. Du hast anscheinend Probleme mit deinem. Ja, mit deinem Fernglas. Wie. Ja, bitte. Kriege ich jetzt vielleicht irgendwie was, so ein blaues Käferviech oder so ein Shrimp oder whatever das war? Oder auch nix. Haha, ja. Ich meine, habe ich denn irgendwie sowas wie eine Karte? Nein, habe ich anscheinend nicht. Okay, ja, was kriegen wir sonst noch? Stimmt die auch irgendwie so hin? Weil so groß kann diese Insel doch nicht sein, ne? Ich meine, was hat denn da Erfolge gehabt? Ich meine, ist das alles relevant, um das Spiel durchzubekommen? Ich hoffe mal jetzt nicht, wirklich. Aber gucken wir einfach mal weiter. Also aktuell müssen wir finden irgend so einen komischen blauen Schwimp. So, Kaddel, die Map ist nicht allzu groß, konnte mich dort auch schnell zurechtfinden. Okay, und guten Abend. So, hier haben wir anscheinend irgendwas, um was zu fangen. So, hier ist keiner da. Hier haben wir Seil. Guten Abend, anderer Froschmann. Hast du vielleicht ein bisschen Seil für mich? Du möchtest einen Angelhaken haben und brauchst eine Feder. Okay.
Also mal schauen. Was brauche ich? Eine Feder und ein Shrimp. Ich meine, irgendwie so eine kleine Liste vielleicht irgendwie an der Seite wäre auch nochmal nice, um mir zu zeigen, was ich gerade irgendwie suchen müsste. So, boing boing. Aber erstmal eins nach dem anderen. Gucken wir uns erstmal hier mal der Insel mal um, weil irgendwo wird ja noch hier mehr los sein. Ich glaube, ich untersuche jetzt die erste Hälfte von der Insel. Auf der rechten Seite ging es ja noch deutlich weiter. Und Bada Bing, guten Abend, Cuddle. Hoi. Hola, hola. Ich kann dir bei dem Spiel zwar nicht weiterhelfen, ne, aber ja, vielleicht kann ich dich ein bisschen sozial unterstützen. Yay, yeah, soziale Unterstützung. Also, was ich dir dazu sagen kann, ist, du musst eine Quest erledigen. Um diese Quest zu erledigen, musst du drei andere Quests erledigen und das zieht sich immer so weiter wie ein Rattenschwanz. Hm. Ja, ich sehe auch hier, der zeigt mir an, was ich machen muss. Irgendwas für einen Forscher-Dude, dann irgendwas mit einem Haus, ein Rennen und mein Boot. Hm. Es ist quasi Fetch Quest the Game. Ja. Und ja, eine wirkliche Questlist oder so oder Map hast du da einfach nicht. Weil du jede Aufgabe so erledigen kannst, wie im Open World halt. Okay, gut, gut. Ey, Eck! Der Vogelscheuche fehlt ein Kürbiskopf. Ja, aber ich bin ein Mensch, ich bin eine lebendige Vogelscheuche. Hab Angst vor mir, Respekt! Nee, ja. Das Ding braucht wirklich einen Kopf. Okay, ja. Die anscheinend auch. Das ist auch eine Quest. Hm. Wobei diese Quest noch relativ einfach war. Das war einer der ersten, die ich damals gemacht hatte. Ja, also solange ich nicht den Überblick verliere über alles, weil jetzt mal du willst wahrscheinlich, dass ich hier den Viechern sage, verpisst euch mal. Hm. Ja. Ja. Ihr brauchen Köpfe. Okay, gut. Ich schätze mal, einen Pilz kann ich ihn wahrscheinlich nicht irgendwie einfach drauf kloppen. Das ist nicht so erschreckend. Probier es einfach mal aus. Nee, der ploppt wieder raus. Ich bin aber auch der Meinung, dass es Kürbisse waren. Also, ich habe auch so ein bisschen gelogen, was die Map angeht. Ne? Sie ist schon relativ groß, aber sie ist übersichtlich. Dass du immer weißt, wo du lang musst, um hier und da eine Aufgabe zu erledigen. Weil hier geht's auch irgendwo auf der rechten Seite einen Berg hoch, wo du auch Schnee liegt, wo du irgendwelche Portale hast, die du auch nutzen kannst auf der ganzen Insel. So eine Art Schnellreise, oder? Genau, genau. Das war so das letzte Rätsel, was ich da gefunden hatte. Du konntest im Grunde dich immer zu diesem Hügel porten, letzten Endes. Da ist ein Portal. Und um dieses Portal zu nutzen, musst du einen Stein einsammeln und benutzen. Mhm. Und diesen Stein, den kannst du nur auf der rechten Seite der Insel, sag ich mal, verwenden. Ich denke aber mal, dass irgendwo anders auf der Insel auch noch solche Portale sind. Aber ich habe nie alles erkundet. Ich gucke mich einfach mal um. Momentan suche ich halt mehrere Sachen. Und ich wäre schon zufrieden, wenn ich einfach nur den komischen blauen Schwimm finden würde. Und die Guppies sind im Übrigen auch eine Zeitquest, ne? Oh Gott. Die, ich weiß nicht, ob du schon im Dorf warst. Ach, du meinst, wie viel die ich hier gerade nämlich einsammle? Ja, genau, genau. Die musst du nämlich zu irgendwen im Dorf, glaube ich, bringen. Okay, nice. Aber ich weiß jetzt nicht genau zu wem oder wo genau der ist. So, frisch traurig. Dir fehlt ein so ein Viech mit der Brille. Okay. Und was machst du, seltsamer Frosch? Was möchtest du von mir haben? Du möchtest ein Glas. Ein kaltes Glas. Ein kühles Bierchen. Ein Bierchen, ja. Das mit dem Bier lass mal erstmal noch, weil da musst du verschiedene Sachen erfüllen für. Ich bin weg, ich hab Gold gefunden. Ich baue mir einfach, ich kauf mir einfach ein neues Boot. Wozu das Gold gehört, keine Ahnung. Ich hab's mir einfach mitgenommen. Ja.
Wenn du Sachen zu weit vom Questziel entfernst, naja, respawnen die nicht, sondern verschwinden und landen wieder am Anfangspunkt. Okay, das ist gut. Also kann ich auch jetzt also irgendwelche Sachen nicht irgendwie auf einmal ja, wegjeeten und dann, ups. Ja, das kenne ich zumindest von diesem Teleportstein oder was das war. Wenn der zu weit weg war vom Ziel, dann ist er verschwunden. Die haben ja alle irgendwie Panik. So, was willst du jetzt hier? Du bist auch traurig. Was fehlt dir? Andere Frösche? Auf der Guppi? Was ist, what the fuck ist das für ein Gott? Okay, sie möchte mir anscheinend irgendwie so einen Kopf geben für Honig. Wo kriege ich eine Feder her? Ich brauche eine Feder für den einäugigen Frosch. Hm, gute Frage. Sag mal, das Axolotl-Mädel da oben? Mhm. Aber ich muss vorher jemand anderen einen Liebesbrief geben. Oh Gott, wer bist du? Ha. Witzigerweise konnte ich in diese Quest reinglitschen. Ich konnte aus irgendwie konnte ich über den Zaun springen und dann konnte ich zum Axolotl hoch. Nice. Den Brief musst du, glaube ich, unten links irgendwo am Strand abliefern. Aber ja, ich weiß jetzt gerade nicht für wen. Ich glaube, das war sogar der Künstler gewesen dort unten. Kann sein. Ich gehe einfach mal hin und guck mal. Boah, jetzt gleich wieder schreit. Oh ne, jetzt ist es wieder so spät, ich muss schlafen gehen. Ich muss sagen, doch, es ist einiges zu erkunden hier auf der Insel. Mhm. Einiges zu tun. Falsche Richtung. Ja, hier kurz mal in die Richtung, weil... Sind das nicht diese Kunden? Nee, warte mal, der wird doch eine blaue Larve haben, ne? Mhm. Mit Brille. Achso, nee. Die Larven. Der eine wollte ja irgendwie so einen komischen Guppi haben mit einer Brille und der Künstlerkumpel wollte ja so ein blaues Viech haben. Mhm. Ja, okay, gut. Aber ich gucke einfach mal. Machen wir erstmal eins nach dem anderen. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund wahrscheinlich, wie ich hier Fetch Quest the Game. Weil irgendwie jeder möchte was von einem haben. Ja. Aber das Gute ist ja an dem Spiel, du musst die Aufträge nicht alle annehmen. Du kannst entscheiden, was du machst. Ey, nimm den Brief. Ey, Brief, hier. Ah. Und jetzt darf ich wieder Postbote spielen, gut. Das macht man nicht für Progress. Naja. Hm. Und für die Liebe. Ja, und fürs Porto. Ja, fürs Porto. So. Hier, hast jetzt deinen Brief wieder zurückbekommen. Ja. Jetzt macht er den Weg frei. Jetzt haut er ab. Nice. Und jetzt ist die Axolotl-Dame hier oben natürlich jetzt verschwunden. Und ich kann ein paar Mal liften. Nice. Aber ich kann jetzt hier den Kopf klauen. Don't mind me if I do. Ja, die Axolotl-Dame, die hängt auch irgendwo anders rum. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wo. Das war aber auch eine Quest, die ich nicht mehr gemacht hatte. Ich weiß, die brauchte irgendwie eine Laterne oder eine Glocke oder irgendwie sowas. Für irgendein Ritual, aber ja, das hatte ich dann nicht mehr gemacht. So, da ist zumindest einer jetzt mal fertig. Ne, ich habe ja auch gesehen, die gehen ja auch dann irgendwann mal pennen. Mhm. Und ja, ist das eben auch dann so mehr getimed. Solltest du auch machen, im Übrigen. Ich muss auch essen, schlafen, kacken. Ich habe menschliche Bedürfnisse. Ich bin der jüngste alte Seefahrer aller Zeiten.
Hast du das mit dem Essen schon mal ausprobiert? Ich kann was essen? Du kannst tatsächlich was essen. Du kannst, glaube ich, sogar die Pilze essen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann rennst du für eine gewisse Zeit auch ein bisschen schneller. Magic Mushrooms und... hallo. Wo geht ihr beide denn jetzt hin? Oh, sie faden sogar so sich gegenseitig durch sich durch. Wie romantisch. Naja, jetzt steht Polochpiken an, ne? Jetzt malt ihr irgendwie so wie diese französischen Frösche. Ah, oui, oui. Jeremy, like one of your French frogs. Ribbit, ribbit, ribbit. So, nee. Ich soll jetzt erstmal eine Runde pennen gehen. Auch wenn ich einfach nur ins Feuer starre. Und mir überlege, was hat dafür zugeführt, dass ich hier gelandet bin. Ja, genau. Immer wenn du schlafen gehst, kriegst du einen Teil deiner Story mit. Ich kann mir schon denken, wie es wahrscheinlich geendet enden wird. Denn es gibt einen Grund, warum Seemänner mit dem Meer verheiratet sind. Und, ja. Seekühe, mehr sage ich nicht dazu. Bro, wir müssen ganz dringend Land finden. So, hier noch genug Treibholz rum. Das respawnt auch immer wieder. Das schon mal ein bisschen hier. Was hast du mit dem Bienenstock vor? Naja, irgendeiner wollte Honig haben. Nur, wie kriege ich jetzt den Honig hier raus? Das könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. So, müssen wir noch so deine komische Larve da haben. Versuch das mal mit der Larve zu machen, weil den kriegst du, glaube ich, ein Segel. Ja, ich renn mal da hinten in die Ecke hin. Jetzt müssen wir nicht von den Bienen totgestochen, das ist auch gut nice. Und ich renn schneller. Ich glaube, das kommt aber nicht durch den Bienenstock. Oder? Ich könnte es jetzt nicht sagen. Kann gut sein. Ja, warte mal. Oder so. Du rennst vor den Bienen weg, kann natürlich auch sein. Jetzt gerade mit den Ozean brummelt. So. Forscher Frosch, was möchtest du? Du möchtest mir sagen, da hinten. Da ist ja was, eine Insel? Blumen? Okay. Gott, ich muss mir echt mal. Ich glaube, ich muss mir eine Strichliste machen. Doch nicht. Ich glaube, ich muss mir eine Strichliste machen bei den ganzen Sachen. Aber die Blumen brauchst du noch nicht. Ich glaube, die sind nachher wichtig für Bierbrauen. Aber es regnet doch. Warum gehen die Blumen da nicht auf? Ah, okay. Ha! Aber egal, ich lasse mich gerade viel zu sehr von irgendwelchen anderen Nebenquests ablenken. Bin auf die ewig werdende Suche nach, einer Larve. Da kickt ADHS wieder. Ja, OCD, alle Schwimms müssen blau sein. Eigentlich wollte ich dir ja nur zuhören, ne? Aber irgendwie, ich habe eigentlich noch was anderes zu tun hier gerade. Naja, du bist gerade mein GPS, also. Ja, es macht gerade Spaß, dir dabei zuzugucken. Weil noch weiß ich, was du da machen musst in etwa. Noch. Gott, ich will das Spiel endlich für die Switch haben. What the fuck, was bist du für ein Ding? Der Froschpapst. Hilfe.
Der taucht auch nur zu bestimmten Zeiten des Tages an. So, da weil er irgendwann in die Messe geht. Und weg mal, in diesem Spiel gibt's auch eine Kirche. Mhm. Du Scheiße, was ist das? Ah, da haben wir doch die Feder auf ihrem Kopf. Okay, ja, du wirst dann so eine Blume haben. Als einer Tieffederschmuck für deinen Kopf. Ja, können wir machen. Und Werbung. Dann seist du Twitch. Aber warte mal, ich bin doch eh gerade näher an der Säge dran. Kann ich auf dem Rückweg mir dann meinen Typ dann die Säge abholen, beziehungsweise abgeben. Wenn ich da eh dahin rennen muss, für eine von diesen komischen Blumen. Ja, das Spiel ist nichts für Leute mit ADHS. Die wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Ja, momentan ist auch irgendwie so alles... Ich habe jetzt... Wie viele Quests gerade momentan am Laufen? 7? Hm. Ja, das ist halt das Ding, ne? Du hast nie eine aktive Quest. Du kannst alles gleichzeitig machen. Eieieiei. Und du kennst mich. Ich bin jemand, der sehr, sehr organisatorisch ist. Ich möchte gerne eins nach dem anderen erledigt haben. Hm. Aber ist auch gut für, ja, Kurzzeitgedächtnis. So, du wolltest eine Säge haben. Hier hast du eine Säge. Bist du jetzt happy? Ja, Säge. Ist sie gerade despawned? Das nee. Kann gut möglich sein. Nee, warte mal. Er braucht Holz für eine Brücke. Ist doch mehr als genug Holz. Ja, aber ich bin der Meinung, dass da irgendwo noch Holzklötze rumliegen, die du sammeln kannst. Ich bin mir jetzt aber allerdings nicht sicher. Okay, gut. Entweder Klötze oder du kannst selbst das machen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, die Quest hatte ich auch gemacht, aber... Also er zumindest liegt hier gerade fleißig drauf los. Okay. Was haben wir hier Nettes? Gold. Vielleicht braucht es auch Gold. Ja, vielleicht braucht es auch eine Zeit, bis er irgendwie dann fertig ist mit den Sachen hier, das fertig zu bauen. Aber ich meine, jetzt hat er eine Säge, also. Ja, das kann auch sein. Warte mal, nehmen wir das mal kurz mal hier in die Mitte hin. Die Axolotl-Dame, die wollte ja jetzt hier so eine Blume haben als alternativen Kopfschmuck. Dann kriege ich die Feder, worauf ich dann quasi zu dem einen Dude hingehen kann und sage, ey, hier, du wolltest einen Angelhaken haben, hier hast du die Feder. Gib mir Seil. Mhm. Mhm. Ach du Scheiße, ich kann mich hier drauf gar nicht mehr konzentrieren. Ich mach das morgen. Ja. Ich hab dafür keine Konzentration gerade. Lass dich nicht zu sehr ablenken. Nee, ich hab 3,8 im Kessel. Ich hab schon das dritte Glas Wein. Yay! Dann müsstest du ja eigentlich noch mehr konzentrierter sein als sonst. Absolut nicht. Edelsteine. Auf Alkohol kickt man ADHS. Das macht es bei mir auch, sag ich mal, ohne. Ja. Yay. Nee, nicht reposten. Immerhin kriege ich keinen Fallschaden. Auch sehr nice. Was ich halt nur schade finde, hat diese Erfolgsliste. Weil ich jetzt mal... Wir müssen wahrscheinlich nicht alles irgendwie halt hier erledigen, um... wieder... Ja. Müssen nicht unbedingt, aber es läuft da drauf hinaus, letzten Endes, dass du es machst. Oh, super. Du kannst aber, ich bin der Meinung, du kannst das ein oder andere weglassen tatsächlich und skippen, sodass du dann deine eigentlichen Aufgaben erledigen kannst. Ich schaue jetzt einfach mal, wie es jetzt hier dir entwickeln tut. Ich müsste mal gucken, ob mein Safe Game, ob ich das Spiel habe ich tatsächlich noch installiert. Hm. Übrigens, zum Spiel.
Also momentan gibt es das, glaube ich, auch für 24, 25 Euro auf Steam bzw. für die Switch. Ja. Muss ich sagen, ist ganz okay, aber ja. Wir schauen einfach mal, wie sich preislich das noch entwickeln tut. Und ich würde tatsächlich auch 25 lassen dafür, weil das Spiel ist es wirklich wert, die 25 Euro. Bloß ich bin, was Spiele angeht, echt ein Sparfuchs. Oh ja. So, ich habe Fehler bekommen mit PNG-Fläche drumherum. Okay, ja. Haben wir die Transparenz richtig reingepackt bei dem Image? Ja, ja. Das fällt keinem auf. Warum ist es rechteckig? So. Prüfe die Sturmschäden. Ja gut, das war ja das Erste. Das Segel habe ich. Das Seil habe ich. Sprich mit allen Fröschen auf der Insel. Siehst du, das ist zum Beispiel was du nicht unbedingt machen musst. Es sei denn, es ist questbedingt halt der Fall. Ja. Erstmal wird es schnell auch sehr vieles irgendwie noch geben, was man alternativ machen kann. Das Bierbrauen wird dir Spaß machen. Ich sehe das gerade. Okay, das erfreut mich, wundert mich. Also der Erfolg dazu ist ganz witzig. So, ja, ich habe dir jetzt die Fehler gegeben und ich habe Seil bekommen. Nice. Frage einen Frosch dreimal hintereinander nach demselben Gegenstand. Okay, ist jetzt auch nur nicht unbedingt was du machen musst. Also mit anderen Worten. Nee, mehr hab. Die Batman-Alternative. Wo sind die Bomben-Joker? Wo sind sie? Frag mich doch nochmal, Batman. Quack, quack. Also da sind schon auch Aufgaben, also Erfolge mit drin, die du nicht machen musst letzten Endes. Aber viel habe ich hier auch noch nicht geschafft tatsächlich. Das war schon alles. So, ja. Da haben wir jetzt... Seil haben wir jetzt bekommen. So, weil unser Künstlerkumpan wollte so eine komische Larve haben. Ah, okay. Oui, oui. Ich habe gerade eine Blume ausprobiert. Wenn du die aufhebst und die rechte Maustaste gedrückt hältst, dann kannst du damit auch schneller laufen. Die beschleunigt dich so ein bisschen. Das ist so eine... Ja, was ist das? Sieht aus wie eine Kamille. Die findest du... Also die habe ich jetzt gerade in der Nähe der Küste gefunden, auf der linken Seite. Sind das so Dinge, die aussehen wie Kakteen? Ja. Er hatte gerade nicht mehrmals welche mal aufgenommen und gab dann weggeschmissen. Da sind die halt irgendwie dann... Ja, sowas hier wahrscheinlich, ne? Y. Okay, nice. Ja, genau. Gut zu wissen, das. Nee, warte, das Seil hab ich schon. Was hier? Achso, du spielst das ja wahrscheinlich mit Gamepad, ne? Sie. Ah, okay, ja. Mich hat schon die Steuerung. Also, mich hat die Steuerung schon überrascht. Aber bei mir wird ja alles mit Maustaste angezeigt dann. So, was wolltest du? Was soll das sein? Ach, ein Pilz. Aber das mit dem Pilz hatte ich doch auch schon gemacht. Ich glaube, ich habe hier ein veraltetes Game drin. Kann gut möglich sein. So. Und die ganzen Viecher sind gerade nicht da. Vielleicht, weil es regnet. Jetzt finde ich keine Pilze mehr. Was ist los? Dann geht's nicht weiter. Reihenfolge geben. Ob ich hier drauf springen kann, aber es ist momentan eh, sag ich mal, erst so nebenbei eine Aufgabe wahrscheinlich gerade.
Mhm. Also ich sehe aber trotzdem, also du kannst anscheinend wirklich sehr, sehr viel tun. Sachen, die dir wirklich voranbringen, Sachen, die dir gar nichts bringen. Also genug Gameplay-mäßiges Zeug wird man wohl haben. Hm. Du kannst die Frösche im Übrigen auch mehrfach ansprechen, die haben auch andere Aufgaben noch für dich dann, ne? Hm. Und ich sehe jetzt, wo die ganzen Raben weg sind, wachsen hier auch Sachen. Wahrscheinlich wirklich nur gerade, weil es regnet. Aber wir haben hier alles. Wir haben Physalis, wir haben Blaubeeren, wir haben Erdbeeren. Schön, dass du alles hast. Ich habe hier irgendwie nichts und bei mir regnet es auch. Ich habe eine Kaulquappe. Ich bin auf der... Hier sind Äpfel. Maden. So, starten wir mal kurz mal ins Feuer rein. Da sind Pilze. Die habe ich doch gesucht. Aber das ist absolut kein Spiel, was du mit Maus und Tastatur spielen willst. Glaube ich auch nicht. Jetzt habe ich auch das Gamepad rausgeholt gehabt. Hm. So. Aber das liegt gerade zu weit weg bei mir. Da wollt ihr also hin. Sehr, sehr nice. Ah. Versuch mal die Bienenstöcke als Kopf zu benutzen für die Vogelscheuchen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Okay. Lassen wir das mal an. Ja, scheint irgendwie auch zu funktionieren. Sollte nur mal aufhören, mal zu regnen, weil irgendwie der Regen scheint wohl dafür zu sorgen, dass diese einen Larvendinger da nicht spawnen. Oder diese Schwimms oder whatever das sein soll. Hm. Das kannst du aber nicht beeinflussen. Da musst du wahrscheinlich auf den nächsten Tag warten. Das ist natürlich komplett random. Hm. Hm. Okay, Vogeleier. Auf die andere Seite komme ich aber noch nicht. So, hier haben wir Äpfel, da haben wir Äpfel. Ja, keine komischen Larven hier. Müssen wir wohl ein bisschen was anderes machen. Großen Klumpen Edelmetall, den kann ich ja mal den vorbeibringen. Was bist du eigentlich hier für ein Geschäft? Oh mein Gott, bist du ein riesiger... Oh, wie habe ich das denn geschafft? Ich habe gerade... ich habe es gerade geschafft, Honig zu produzieren. Sag mir wie. Ich weiß nicht, ob die Laterne dafür ein Grund war. Ich bin mit einem Bienenstock aus Versehen gegen eine Laterne im Dorf gerannt. Und jetzt habe ich hier Honig in der Hand. Okay, das will ich mal ausprobieren. Wer brauchte das eigentlich nochmal? Irgendwer hier im Dorf hatte, glaube ich, gefragt danach. Okay. Scheiße, ist schon Nacht. Jetzt hauen die natürlich hier alle ab. So, weil die suchen den einen Kopie. Die suchen alle den Kopie. Und das Ding ist anscheinend ein gutes Steuerrad, aber ich komme nicht dran. Willst du Honig haben? Nein, du wolltest ein kühles Glas Bier. Wolltest du eventuell Honig haben im Austausch für den Kopf? War das im Austausch für den Kopf? Ja. Ja, die große Froschlady. Okay. Die wollte dann Honig haben. Dann brauche ich theoretisch keinen Honig mehr, weil den Kopf habe ich schon. Das mit den Kubis habe ich doch auch schon gemacht. Ich habe nämlich gerade wieder den mit der Brille gefunden, tatsächlich. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, was ich jetzt als nächstes machen kann, weil irgendwie... Ins Haus kann ich nicht. Okay. Ich habe einen großen Klumpen Edelmetall, aber den kann ich nicht einschmelzen.
kann ihn in den Tod stürzen. Das kann ich gerade machen, aber das war's dann auch. Ah, ja. Siehst du, das hätte ich auch machen sollen. Dann respawn ich ja beim Lagerfeuer. Ja. Anstatt da den ganzen Weg zurückzulaufen. Speedrunning Tactics mit Ben. Guten Abend. Ich kann mal kurz mal fragen, ob der Dude hier noch was für mich hat. Ich überlege gerade, ich glaube, du hattest noch ein Kissen am Strand rumliegen. Achso, nee, da ist mein Kissen, okay. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob du das für das Boot brauchst oder nicht. Nee, da war schon eins da gewesen. Ja, ja. Kann ich eventuell... Na, komm schon. Wenn es alternativ auch mit den Bienenstöcken klappt, dann könnte ich hier irgendwo wieder reinkloppen und das war's. Na, ich glaube, einen Kopf brauchst du wirklich da. Einen habe ich ja auch. Hm. Okay, und jetzt ist der Dude müde und will schlafen gehen. Okay, dann komme ich jetzt später noch mal vorbei. Tja. Bleibt jetzt nur der eine Typ übrig, der hier oben was mit Holz gemacht hatte. Kikeriki. So, was mache ich jetzt? Es ist ja wirklich sehr schön, dass ich hier sehr viele Sachen machen kann, aber wenn irgendwie nichts gerade möglich ist. Huh. Ja, so stehe ich auch gerade da. So, wo ist das fucking Dorf da? So, Holzfällerfrosch. Hast du Fortschritt machen können? Ein wenig, hat einen Baum abgesägt in der Zeit. Okay. Der Papst ist wohl schlussglücklich. Ja. Aber der Priester will ein Bierchen haben, eisgekühltes. Wo ist jetzt nochmal die Kaschemme? So, bye bye, Guppi. Ich wüsste da mal auch mal schnell. Ah, shit, dafür brauche ich wieder Zutaten, ne? Achso, ich kann auch so einfach zum Feuer hingehen und schlafen? Ja. Okay, dann skippe ich einfach mal in den Tag wieder. So, noch ein bisschen mehr Backstory. Die stechen in den See, sind noch zu zweit unterwegs. Das kann kein gutes Ende nehmen. Blaue Beeren, Eisblumen. Aber bis ich das wieder zusammen habe, ist der Priester doch schon wieder weg. Ja. Also ich muss wirklich sagen, es ist wirklich so Fetch Quest the Game. Hm. Wie bei so einem richtig schönen, guten MMO. Jeder will was von dir und wenn du die Sachen hast, ja, dir jetzt Schlafenszeit, tschüss. Ja, ja. Versuch's doch einfach morgen nochmal. Crap, 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 crap. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht richtig verstanden, aber egal, zu dem muss ich sowieso nicht. Warte mal. Ah! Der wollte eine gelbe Larve haben. Und anscheinend fressen die was und kriegen dann die Farbe. Die Bären, ja. Also muss ich dem Viech was Gelbes zu fressen geben? Ich glaube ja. Einfach in der Nähe auf den Fußboden schmeißen, soweit ich weiß. Und ich glaube auch, dass du das nur bei dem Feld machen kannst, wo die Larven auch sind. Bruder, red mit mir. Ah. Hä? Ich kann den anquatschen, aber er sagt mir nichts. Okay. Ah, okay, jetzt kapiere ich das auch mit den Blumen wieder.
Wenn die Sonne scheint, hast du Sonnenblumen. Wenn es regnet, hast du diese anderen. Die Topfblumen. Ja. So, hier ist so eine Larve. Ich habe hier gerade nur Sonnenblumen und die brauche ich nicht. Was ist ja noch beschissen, ne? Dann kann ich die Quest heute vergessen. Okay, nee. Die Larve will er nicht haben. Also, Miet. Ab ins Meer. So, den Guppi auch. Tschüss. Genau, weil er braucht eine blaue Larve braucht er anscheinend. Heißt, ich muss diesen Larven schon was Blaues zu futtern geben. Und diese blauen Bären waren da auch irgendwie auf der Ecke. Ja. Grün, rot. Kann natürlich sein, dass die nur bei Regen auftauchen, ne? So wie du dir jetzt bei Regen die ganzen Früchte hattest. Und der will anscheinend irgendwas anderes hier nochmal einpflanzen. Das habe ich wohl noch nicht. Na, gucken wir mal. Der will da irgendwelche Blumen einpflanzen, aber... Die habe ich im Leben noch nicht gesehen. Der Löwe kommt her, frisst das, werdet blau. Nice, so. Eine große, fette, blaue Raupe habe ich jetzt. Das sollte dem hoffentlich dann reichen. Wahrscheinlich zermatscht das Viech dann und macht aus Farbe. Lecker. Wir brauchen eine Laterne. Okay, das Pathfinding bei den Viechern ist jetzt komplett broke. Weil ich das mehr gehietet habe. Es schwebt einfach. Oh Gott, wo war da nochmal dieses Grasmonster? So, das war's, blaue Farbe. Da ist es. Genau, dieses Vieh wollte eine Glocke. Nice. Jetzt habe ich mein Segel und es ist sogar ästhetisch sehr wunderschön gehalten. Na, komm schon. Scheiße. Ja, verdammt. Ha, wundervoll. Kunst auf meinem Segel. Oh, ich hänge hier gerade in so einem Kreislauf fest. Ich muss Bier brauen, damit die Glocke der Kirche nicht mehr betätigt wird, damit ich eine Laterne bekomme und damit ich die Laterne abgeben kann, um das Ruder zu kriegen. Das ist so scheiße, und ich scheitere ja schon beim Bier. Ja, das wird noch ein Abenteuer. Na, dann breche ich den Tag mal ab. Dann komme ich hier allgemein nicht mehr weiter. Ja, ihr beiden wollt das voneinander haben, dann sagt doch einfach, was ihr wollt. Der will noch irgendwelche Blumen haben, die ich noch nicht gesehen habe. So. Brauche ich das eine Ruder? Ja, wie gesagt, um das Ruder zu kriegen, brauchst du eine Lampe. Und um die Lampe zu kriegen, musst du die Glocke stillstellen. Und um die Glocke stillzustellen, musst du Bier brauen. Ja, und um wahrscheinlich alles zusammenzubekommen, muss ich noch den Heiligen Gral finden. Das Bernsteinzimmer und wahrscheinlich noch hier D.B. Cooper. Ja. Oh, es ist schon wieder ein Sonntag. Scheiße. Was schwimmt da denn? Achso, nur ein Pilz. So. Ich habe Holz gefunden. Er sagt mir wohl gerade, ich kann jetzt anfangen zu angeln. Das dauert wohl einen Tag, bis wir das anknabbert.
Ja, aber wie machst du das? Weil die Aufgabe habe ich auch. Wahrscheinlich mit so einem Korb. Bist du dir da sicher? Weil da hatte der ja eigentlich eine Angel gezeigt. Ja, ich schätze mal einfach mal so, weil hier kommt noch ein Riesenkorb irgendwie gerade hoch. Okay. Oh nee, warte mal. Nee, da muss ich ja wohl irgendwas drin haben als Köder. Versuch's mal mit einer Labe. Jetzt habe ich aber keine Labe. Ich laufe gerade hier. Was anderes, was irgendwie der schmackhaft sein könnte. Und ich suche die blöde Angel. Ah, da. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du mit einem Pilz angeln kannst oder so. Okay, also die Dinger machen auch im Grunde irgendwelche Geräusche, aber bringen mir irgendwie doch nicht wirklich was. Probier einfach mal aus. Nein, was soll da schon passieren? Der beißt was an, der beißt nichts an. Mal einen Pilz rein und schauen, ob Fische Pilz mögen oder nicht. Ich werde mal nach einer Larve suchen. Achso, da sind sie. Weil er meint ja gerade in dem Piktogramm, die brauchen wohl irgendwie einen Tag, um was zu sammeln und dann auf dem Mauer gucken, was anbeißt. So, wo waren die blauen Bären nochmal? Weil ich will es mal mit einer blauen Bäre versuchen. Vielleicht kriegt man dann auch einen blauen Shrimp raus. Ja, also einfach halt geradeaus vom Feuer nach oben gehen, dass er dieses Feld. Ja, ich habe es gerade gefunden. Wahrscheinlich mit den anderen Früchten müssen wir auch noch irgendwas machen, aber momentan läuft's wohl gut. Ja, aber was willst du denn genau da drin haben? Oh ja, Larven geht's halt. Irgendwas, was anscheinend irgendwie nachts blüht und leuchtet. Okay. Habe ich sowas hier gesehen? Meine ich jetzt nicht. Ha. Huh. Was nachts blüht und leuchtet? Also da habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Mein Gott, ist das ein Weg bis zur Angel zurück. Ja. Na, komm schon. Oh, hier ist ein Hammer. Den brauchst du. Hä? Ich wollte einen Korb schmeißen. Jetzt habe ich das Vieh in den Meer geschmissen. Scheiße. Ja. Da freuen sich die Fische über ein bisschen Gratisfutter. Ja. So, was ist das nächstliegende? Ein Pilz. Gut, probier's auch aus mit einem Pilz. Scheiße. Vielleicht sind sie auch alles vegane Fische. Oh nein, sie kriegt Skorbut. Das ist gar nicht gut. Nein. Mach daraus nicht eine herzerwärmende One Piece Backstory. Wahrscheinlich wird es so drin enden. Ja, ich musste sie aufessen, um zu überleben. So, warte mal, es regnet wieder. Sie wurde zwangsernährt mit Limonen. So. Jetzt gibt man noch mal ganz kurz, weil Regenwetter ist nicht das, was ich haben möchte. Ah, nein, hier geht's echt nicht gut. Ihr braucht Vitamine. Nimm 2 oder 3 oder 4, bitte.
Naja, oder schmeißen einfach eine ganze Limette in den Rachen rein. Eine ganze? Bei Yosaku waren es alle. Ja, hier, also was? Er braucht Vitamin C. Hier, rein damit. Ich weiß, angefangen haben sie irgendwie das Zeug in den Mund zu pressen und dann hat Ruffy, glaube ich, irgendwie alle reingekloppt. Ja, ja. So. Der Vorschlag tut immer noch hier, ja. Oh, ich weiß jetzt nicht, Blumen. Was ich noch machen sollte. Jetzt hast du die Sonnenblume, ja, die habe ich auch schon seit 2 Tagen. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt nur noch darauf warten, dass der eine Handwerker-Dude jetzt mal fertig wird. Wo hast du den Hammer gefunden? Ganz unten links oder geradeaus? Links oder geradeaus, du hast ja... Ja. Also du gehst jetzt eigentlich mal ganz nach unten und dann nach rechts weiter. Und jetzt auf einmal rechts. Ja, da gibt's halt so eine zweite Stelle, wo du irgendwie ein Feuer anfachen kannst. Da lag der Hammer. Okay. Dann guck ich mal. Jetzt wird das dann irgendwie wahrscheinlich die Schnellreisepunkte sein. Da ist Holzi, Holzi, Holz. Und das da haben wir. Ah. Das eventuell das, was der Typ anbauen wollte. Oh, es wird schon gleich wieder dunkel. Fuck. Bis ich beim Zimmermann bin, ist doch hier alles schon wieder vorbei. Ich meine, die Piktogramme, die sind zwar sehr nice, aber irgendwie manchmal. Wir brauchen mehr Details. Ah, da ist er. Bruder, ich hab dir gerade den Hammer gegeben. Was los? Baut er eine Brücke. Ah, jetzt baut er eine Brücke zur anderen Seite. Ja, wahrscheinlich ist das, was er dann gleich braucht, wenn er mit den Bäumen fertig ist, ne? Okay, dann behalte ich das nochmal im Hinterkopf. Aktuell laufe ich ja wie ich nur hier ständig immer im Kreis rum und schaue, was ich irgendwie einsammeln kann an Zeug. Ich habe hier gerade Krabben rumrennen, aber die kann ich leider nicht einsammeln. Na, warte mal, brauchst du jetzt eventuell den Hammer jetzt gerade? Der Typ braucht einen Hammer, ja. Was suchst du? Brauchst du jetzt den Hammer jetzt sofort? Ja, jetzt brauche ich den Hammer, gut. Nein, bleib doch da stehen, verdammt! Leg doch hier! Oh Gott, Progress in diesem Spiel zu machen ist. Hart. Eine schwierige Geliebte. Hier, nimm den Hammer! Nimm ihn! Komm schon! Bau die Brücke oder was immer du machen willst. Und irgendwas mit Vögeln und Eiern, okay, gut. Ja, die findest du nachher auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich hier dieses. Oh ne, jetzt habe ich dieses eine Ding ja verloren. Schön wie so ein Penner auf der Parkbank gepennt. Aber heute regnet es wenigstens. Oh, scheiße, jetzt habe ich dieses eine Samending verloren. Ja, nochmal zurückgehen. Weil das könnte eventuell das sein, was der eine Typ da anbauen wollte. Aber ich finde es auch immer sehr schön, dass ich dich dann dazu bringe, nochmal altes Spiel nochmal irgendwie dann mal in die Hand zu nehmen und versuchen, wenden zu wollen. Wenn ich mich gerade selber dadurch quäle. Wo muss ins Dorf? Vielleicht kriege ich jetzt die ellenlange Quest hin. Ich weiß es bloß noch nicht. Ich bin hier schon mal gewesen auf der Seite. Ja, da sind die Blumen. Ich meine, noch weiter geht es ja noch irgendwie zur Seite. Ja, da geht es noch weiter hoch zum Schneehügel.
So, hier ist was für Pilze. Hier ist noch ein Torf, wo ich anscheinend irgendwie einen Speedrun machen kann. Ja, wo soll ich denn das reinschmeißen? Egal. Ich wollte ja eigentlich mehr da oben was anderes hier rauskramen. Oh, ist das einfach nur so toll, weil du rennst einfach die ganze Zeit nur durch die Gegend, sammelst eine Sache zu der anderen ein und dann so, ja, nee, das brauche ich doch nicht. Ja, so geht's mir auch gerade. Einfach nur wundervoll. Hä? Jetzt will dein grünen Apfel und Pilze haben, du Pisser, Alter. Aber damit mache ich ja nur einen Trank, der mich springen lässt. Also das wäre jetzt nur ein Zaubertrank, den ich hier herstellen kann. Es wird immer interessanter. Ja, anscheinend muss ich bei Regenwetter andere Sachen herstellen. Ich wollte aber ein scheiß Bier machen, verdammt. Ne, hier geht's in den Wald. Wo ist zu den Bäumen? Wo sind die scheiß Maden denn schon wieder? Mein Glück ist wahrscheinlich dann gleich dann wieder die Sonne unten und dann so, oh, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr Sachen anzubauen. Fuck wieder mal morgen nochmal. Jetzt Holz, hier Holz, hier Holz. Alter, ich finde jetzt wieder nicht zurück zu den Maden. Ich doch da weiter. Ist einfach nur wundervoll. So, bist du jetzt das Richtige, was hier angebaut werden soll? Das ist doch eins zu sein. Nee, bin ich doch komplett falsch. Ah, er ist nur zufrieden. Keine Raben mehr. Gut. Und hier bin ich schon wieder am Meer. Ich muss doch zur Farm, verdammt. Da, na endlich. Nein, die Maden interessieren mich nicht weiter. Einfach mal jetzt am nächsten Tag, was jetzt da los ist. Gesundheit. So, Apfel. Apfel noch? Ein Pilz. So, die chillen jetzt wieder wahrscheinlich am Strand gemeinsam. Bis ich hier wieder Pilze finde. Ah. Das sind ja welche. Also die scheinen wohl wirklich wunschlos glücklich jetzt miteinander zu sein. Das ist gut. Das ist schön. Wenn die jetzt am Meer chillen, ja. Klar, wir nochmal eine Runde. Lass uns noch ein bisschen weiter halt hier die Backstory erzählen. Oh nein. Oh, ja. Oh, Captain, mein Captain, jetzt ist es ein Solo-Abenteuer für dich. Hättet ihr mal ein wenig mehr OSC eingepackt. Ungut, ungut. Oh, verdammt. Muss ich den Kessel denn noch extra schließen? Merke, wenn du an dieser Klospülung ziehst in der Kaserne, ne, dann löschst du dein Inventar da wieder. Das habe ich nämlich gerade geschafft. Du musst ein Klo benutzen, um was zu brauen? Ja, du hast da so eine Klospülung letzten Endes an der Wand. Das ist ein riesig großer Kessel, wo du deine Zutaten reinschmeißen sollst. Und daneben ist so ein. Ja, und daneben ist halt so eine Klospülung. Und wenn du die betätigst, löscht du die Items wieder raus aus dem Kessel. Ah, das ist mir gerade passiert. Ja, by the way, ich habe jetzt gerade hier gestern geangelt und ich habe hier einen Kugelfisch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll, aber ich habe einen Kugelfisch. Das heißt, mit verschiedenen Zutaten kriegst du vielleicht auch verschiedene Sachen.
Bevor ich da hingehe, werde ich mir mal noch mal eine blaue Beere schnappen. Wenn ich weiß, wo die sind. Da geht's hoch zur Glocke. Bin ich schon wieder zu weit? Ah, hier. So, Entdeckerfrosch, hast du was Neues zu vertellen? Neues Areal der Insel. Ah, da gibt es anscheinend jetzt diesen Vogel mit den Eiern. Gut. Genau. Die Brücke müsste theoretisch bei mir jetzt auch fertig sein. Ja. Wobei, du hast es ja auch schon geskippt, ne? Müsste auch, glaube ich, jetzt schon fertig sein. Ich kann ja mal nachgucken. Aber zumindest vom Angler-Dude habe ich wohl jetzt alles irgendwie... Ne, er ist noch dabei. Okay. Das dauert noch eine Weile. So, hier ist der große Pilz. Ich muss in der Nähe der Angel sein jetzt. Hm. Nee. Da geht's hoch. Ha. Ich meine, ich würde euch Gesellen gerne helfen wollen, aber ich weiß leider nicht, wo diese eine Guppi mit Brille ist. Babuno. Ja, stimmt. Ich habe jetzt auch einen Kugelfisch gekriegt. Ich meine, hier laufen sehr viele von den Viechern rum, aber leider nicht die, die ich brauche. So, chillst du auf deiner ausglitschenden Matratze immer noch rum? Ja. Slot Lady ist immer noch happy. Alle noch im Ausnahmezustand. Alle suchen sie eine Gummi mit Brille. Könnt ihr auch nicht sagen, wo der sich befindet, weil der ist mir zufällig bei der Farm entgegengelaufen. Habe ich bis jetzt auch noch gar nicht gesehen gehabt. Die ganz normalen Viecher, kein Problem, war den mit Brille, nö. Nochmal eine Runde, nochmal hier komplett drumherum und schauen. Was das hier hinführt, alles. Und nicht, dass er auch irgendwie an, keine Ahnung, an Tageszeit oder Wetter irgendwie gebunden ist, dass er nur bei Regen auftaucht oder so. Hm. Oh. Ich bin da gerade im Discord drin. Ja. Kommt nicht gut, wenn ich meinem Kumpel D schreibe. Duel. Duel. Was, Yu-Gi-Oh? Gerne. Dyslexie. So, der Typ mag es nicht, wenn die Glocke ertönt. Was soll ich dagegen tun? Du musst den Priester besänftigen mit Bier. Ah, ich soll ihn abfüllen, gut. Da hänge ich ja auch gerade. Mal sehen, heute habe ich wieder einen Sonnentag. Natürlich ist die Blume aus der Kaserne weg. Aber ich kann kein Bier brauen. Ich kann bloß diese... Ja, was ist das? Beschleunigungssuppe brauen. What the fuck war das jetzt? Das ist dieser Teleporter. Okay. Egal, wo du ihn hinschmeißt, also du kannst ihn nicht unendlich weit wegschmeißen, ne? Es gibt zwei. Ganz genau, es gibt zwei von den Dingern und die kannst du nicht beide unendlich weit voneinander wegschmeißen, aber die kannst du nutzbar machen, sag ich mal, ne? Dass du schnell von einem Punkt zum anderen kommst. What the fuck bist du denn jetzt für ein komisches... Eine Galaxie in einem kleinen Kubus. Kugel. What the fuck? Was ist jetzt hier los? Sag doch, da sind noch Rätsel mit bei. Die man nicht so ganz versteht.
Okay. Definitiv weird, ja. Oh ne, ich muss ja hier hin. Ich brauche ja einen grünen Apfel. Also einfach mal so einen random Oberschenkelknochen. Auch sehr vertrauenserweckend. Ich bin der Meinung, dass du diese blau leuchtenden Steine für ein Tor dort oben in der Schneewelt nutzen kannst. Ich habe ihn mehrmals reingekloppt, der hat gesagt so, nö. Ja, ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Aber ich weiß, ich hatte das Tor auch schon mal irgendwie geöffnet gehabt. Und die Dinger scheinen wohl nicht das Richtige zu sein, was da wachsen soll. Gut. Das ist wohl jetzt gerade wirklich nur so ein Waiting-Game irgendwie. Du hast anscheinend sehr, sehr lange, um das Ding zu bauen. Jetzt bin ich wieder zur Farm gelaufen und das der Guppi mit der Brille wieder. Also da muss hier irgendwie auch rum. Also da muss da irgendwo auch rumdümpeln tatsächlich. Ich meine, ich habe die Aufgabe schon erledigt, aber. Hier sind sehr viele kleine Guppies, aber leider keiner mit Brille. Warte mal. Ich soll das nachts brauen? Okay. Wenn ich Bienenstock auf Bienenstock haue, gibt's Honig. Okay. Wahrscheinlich musst du die Dinger einfach nur zerschmettern. Jetzt kann ich nämlich dir einen Roche-Tante nämlich den Honig geben, den sie haben wollte. Dann kriege ich nämlich einen permanenten Kopf. Die will irgendeine Frucht haben. Ulala, Honig? Was? Jetzt willst du einen. Warum willst du jetzt einen funkelnden Stein haben? Ist das ein funkelnder Stein? Weil das suche ich nämlich auch gerade. Ja, gerade eben wolltest du Honig haben. Das sah aus wie eine Beere, die bloß ausgegraut ist. Ja. Ich meine, er will immer noch was Kühles zu trinken haben. Die alle ja im Panikmodus sind noch. Ja, die sind ja nur im Panikmodus wegen dem Guppi, der fehlt. Danach sind die auch total gechillt. Okay, dann gucken wir mal. Junge, ich will Bier. How do I make Bier? Blaue Beere und Wasserblume. Nicht da ziehen. Ich sag doch, nicht an der Klospülung ziehen. Ja, aber momentan macht er auch nichts an der Klospülung. Nee, du musst mit dem Fetten reden und er sagt dir, welche Zutaten du brauchst. Dann musst du ein Glas darunter stellen, unter dem Zapfhahn. Und die Zutaten müssen in den Kessel geworfen werden. Okay, ja, er beleidigt mich gerade. Er möchte ein kühles Glas haben und eine Eisblume. Eisblume, okay, ja. Die kriegst du in der Schneewelt. Da oben. Okay, gut, ja. Dann hole ich mir jetzt was Kaltes zu trinken. Okay, die blaue Beere will die alte nicht. Ist auch mehr aus wie eine Glaskugel. Oder ein Ei? Nee. So, vorbei an den Sendbrosch. Okay. Den Teleporter kann ich dann gar nicht definitiv sehr viel Schindluder treiben. Das wird auch noch sehr spaßig werden.
Ah, warte mal, ich kann ja mal was anderes mal versuchen, weil ich hatte ja gerade eben irgend so ein komisches blaues Ding gehabt und versucht da rein zu hämmern. Hat aber leider nicht geklappt. Hast du das mal mit dem rosa Ding da versucht? Ob du das da reinklöppeln kannst? Was ist doch der Teleporter? Ja, ja. Versuch's trotzdem mal. Kann ich gleich mal machen. Ach, Mann. Ich muss warten, bis es dunkel wird. Mit dem Künstler bin ich durch. Hm. Kann ich jetzt auch werfen? Nö, das passt leider nicht. Ich bin der Meinung, dass ich das Ding irgendwie schon mal aufgekriegt habe. Ja, ich weiß, dass der eine Laterne braucht. Vielleicht mit mehr Kraft reinjieten. Der Angler ist wunschlos glücklich. Darf ich das jetzt produzieren? Okay, nee. Dass wir anscheinend irgendwas anderes dann reingeklöppelt haben. Oder muss ich früh morgens brauen? Irgendwie kann ich diese Zeitansagen hier nicht so wirklich verstehen. Oh. Da muss wohl irgendwas reingehämmert werden, was auch dann die richtige Form hat. Versuchen wir es mal mit dem Good Old Skeleton Key. Hahaha. Nö, dann wüsste ich es jetzt auch nicht, was da reinkommt. Bitch, ist es die schon Nacht genug? Nein, ist es nicht. Aber der Kessel, der eiert auf jeden Fall hier schon mal rum. So eine Eisblume sehe ich jetzt hier momentan auch jetzt nicht wirklich. Ist dann wahrscheinlich erst irgendwie an einem Areal. Also du bist da nicht verkehrt mit der Eisblume. Mhm. Auf der Ebene, aber ich wüsste jetzt nicht, wo genau die liegen. Oh, warte mal. Ich habe da diese einen Kristall gesammelt gehabt. Hm. Das könnte eventuell da passen. Also, whee! Yeet, yeet. Ich muss sogar da jetzt alle Knochen gebrochen, aber was soll's. Die Glocke leuchtet doch eigentlich gar nicht mehr. Es ist Nacht, mein Freund. So, aber den Kristall habe ich doch irgendwo hier, glaube ich, liegen lassen. Kann das sein? Froschschenkel. So, hier
Hier ist einer Teleporter. War dein Charakter schon schläfrig? Ein bisschen. Weil das Bild wird nämlich auch immer schwächer. Also es kann gut möglich sein, dass er irgendwann in Ohnmacht fällt, ne? Das kann gut sein, aber gucken wir mal ganz kurz. Weil hier haben wir noch einen anderen Kristall. Ich kann versuchen, das hier nochmal da rein zu kloppen und dann lege ich mich pennen. Warte mal, war mein anderer Schlafpunkt nicht hier gewesen, glaube ich? Da war, glaube ich, irgendwo eine Parkbank, ja. It all looks the same on this goddamn island. Überall sind Frösche. Da ist er! Und der letzte fehlende Kopf. Warte mal. Da ist Guppi. Ah. Nein! Scheiße! Ich hab weggeeatet! Er ist ausgeglitscht und weg! Nein! Ah! Er yeetete den weg! Ja! Ups! Ich hoffe, das Viech kann schwimmen! Es ist ein Guppy, er sollte schwimmen können! Ja! So, gleich mal ins Dorf rennen. Und in der Nacht hätte ich es anscheinend nicht brauen sollen. Warte mal, erstmal hier mal ein schönes Feuerchen, dann kann ich pennen. Ja, ich weiß, du brauchst die Laterne. Andere Seite. Andere Seite. Danke. Ah, jetzt konnte ich spawnen. So, jetzt muss man auch nochmal pennen. Jetzt soll ich die Klospülung betätigen. Okay. Ah. Ach so, okay. Da hat er sie beerdigt. Mit Hut und mit dem Fernglas. Eieiei. Ja, wir sind jetzt offiziell bei One Piece Backstory Territorium angekommen. Wenn Maria gerade im Hintergrund ein wenig Lärm macht. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ich habe jetzt gerade den Trank getrunken und ich soll springen können. Aber ich springe ganz normal. Andere Taste? Hat er mir jetzt nicht gezeigt. Hat irgendwie nichts verändert, aber ich habe es gesoffen. Aber hey, die Brücke ist fertig. Yay. Ich werde mal schnell gucken, ob jetzt hier entweder der eine Kopf wieder resettet ist oder der Kopie. Ich wollte ihn eigentlich nicht wegjeten, aber er ist halt genau in dem Moment, wo ich halt gesprungen bin, ist er halt irgendwie rausgeglitscht ein bisschen. So, ich bin jetzt in dem neuen Gebiet. Nur sehr viele, also hier sind noch mehr Ruinen auf jeden Fall. So, Guppi, 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 wo bist du? Ah, doch, er ist wieder resettet. Nice. So, dann bringen wir jetzt mal ganz vorsichtig wieder ins Dorf zurück. Dann können die alle aufhören durchzudrehen. Jetzt haben sie wieder ihren komischen Lieblings-Kaulquappenviech da. Wer weiß, vielleicht ist dahin auch die Brücke fertig. Ich sehe, progress is made, but slowly. Oh, hier sind Dodos. Bringen sie um. Ich kann sie einsammeln. Dann bringen sie um. Die schreien ganz schön rum. Ja. Bringen sie um, ist das Fleisch. Und dafür sind diese primitiven Hähnchen nur da.
Habe ich das gerade richtig gesehen? Der eine Dodo wollte mich angreifen, weil ich den anderen in den Pfoten hatte? Au, ja, der hat mich angegriffen. Kleiner Penne. Ja. Ah, okay, der eine Schmied ist jetzt anscheinend fertig mit seiner Panik und der Dude ist jetzt auch happy, dass Kaulköpperich wieder da ist. Sehr nice. Hier rennen sehr viele Dodos rum. So, mein Schiffsrad ist kaputt. Gib mir dein Rad. Also kleiner Tipp, diesen violetten Stein, den brauchst du nicht für diese komische Tür dort oben. Okay. Der ist für die neue Insel gedacht. So, er will eine Laterne haben. Aber wie das mit den Teleportern hier funktioniert, mit den Portalen, habe ich auch irgendwie noch nicht raus. Vielleicht kann ich die ja jetzt freischalten, wenn ich den Kristall hole. Das kann gut sein, dass das dann so funktioniert. Ja. Super, der Bosch-Schmied macht irgendwie gar nichts. Er ist einfach happy, dass der Kuppi wieder da ist. Cool. Ich kann schon wieder einen Trank herstellen, mit dem ich wohl aufs Maul hauen kann. Dann, aber mache ich jetzt nicht. Ja. Dafür brauche ich auch ein Dodo-Ei. Die Brücke ist halb fertig. Jetzt nochmal den Weg dahin finden, bis zu dem blöden Kristall. So, habt ihr noch was zu sagen? Nee, wir haben noch ein Bierchen. So, du willst eine Laterne haben und die kriege ich vom Eremiten Moosfrosch. Gut. Den Kristall hattest du im Südosten irgendwie gefunden, ne? Jo. Der ploppt jeden Tag einmal aus diesem komischen Apparat da raus. Okay. Da war der Kuppi. So, Senfrosch. Du möchtest, dass der Typ aufhört, die Glocke läuten zu lassen. Dann gibt's von dir die Lampe. Okay. Oh, beinahe krepiert. Ist natürlich nur die Frage. Warst du mit Bierchen oder warst der andere Typ gewesen? Das ist der blaue Kristall. So, wie stehe ich jetzt gerade ein bisschen am Schlauch, weil gibt es hier mal was hier gerade zu tun? Anglerfrosch ist auch happy. Ja, wusste ich's doch. Ich habe den Kristall in eine der Türen reingehauen. Meine ich doch. Und das funktioniert. Brauche ich aber einen zweiten. So. Och, spring doch da hoch, du Pisser. Also, was ich geschafft habe, mit einem Frosch auf der Insel zu sprechen, das ist schon mal sehr gut. Warte mal, wer braucht schon Schlüssel? Muss ich dafür eine Sonnenblume nehmen? Nee, das sah eher aus wie eine Eisblume gerade. So, Krabbenjeben. Das? Steine schmeißen? Ja, okay, doch, nee, das könnte auch eine Eisblume sein. Hast du recht. Da ist ein Eiswürfel. Und der eine, die tut, du möchtest wahrscheinlich mit dem Geldbaum haben. Okay. Oh. Habe ich gerade den Kristall in einem Stein gefunden? Auf jeden Fall glitzert der Stein hier so.
Ja! Nein! Doch. Oh. Ich habe ihn gefunden. Oh, Gott sei Dank. Also das war wirklich in einem Stein eingefasst, der Kristall. Den musste ich einmal fallen lassen. So, jetzt habe ich den Lernkristall. Kloppen wir den einfach mal da oben rein und gucken mal, was passiert. Was soll schon schief gehen? Außer, keine Ahnung, die Welt geht unter. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt hier den richtigen habe. Ich habe hier mehr oder weniger so einen Diamanten jetzt. Ich bin der Meinung, ich brauche einen violetten Stein nochmal. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück hier? Ich muss mir überlegen, was das der nächste logische Schritt wäre eigentlich. Weil Typ möchte ein Bier haben. Bier gibt es nur mit einer Frostblume. Frostblume kriege ich aber wohl nur, wenn ich in das Areal da reinkomme, wo ich noch nicht drin bin. Ah, das tat weh. Aber der Stein ist heile. Oh Gott, bis ich wieder da bin, ist er doch schon längst wieder weg, der blöde Frosch. Auf jeden Fall sehr viel laufen. Dann wahrscheinlich umsonst laufen. Höchstwahrscheinlich. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich den falschen Stein habe jetzt. So, Penner, wo bist du? Ah, ich sehe, Frosch hat jetzt hier sein Lager anscheinend aufgeschlagen. Das ist dann natürlich nicht mehr da, ne? Ah, doch, okay, jetzt ist er an dem Tor. Ja. Tor muss auch gehen. Was brauchen wir dafür? Vielleicht diesen Stein? Yes, er war der Richtige. Nee, nicht Progress. Ansprechen, was soll denn das? Progress has been made. Me happy. Oder... Wenn ich ihn anspreche, macht er nichts. Was soll denn das? So, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich hier oben, was brauche ich hier oben? Da anscheinend Parcours. Oh, Schnauze voll, ich gehe jetzt mal nach Hause hier. Ist eh schon dunkel. Okay, jetzt erstmal nach Hause SpongeBob gucken. Mein Gott, wie weit südlich ist mein Lager? Ja. So. Oh, hey, ein zweiter Oberschenkelknochen. Hoffentlich verliere ich meinen Kristall jetzt nicht. Noch mehr Oberschenkelknochen. Wie viele Oberschenkelknochen haben wir Menschen? Genug. Normalerweise eigentlich nur zwei. Jemand hatte hier vier. Ich habe total meine Beute vergessen. Ich gehe mal nochmal zur Angel. Nicht, dass die verschwindet am übernächsten Tag. Ja, komm schon. Jump, jump, jump. Eisblöcke. Ein glitzernden Stein, der glitzert. Da ist immer noch meine Beere drin, okay. Da hat wohl jemand was nicht geschmeckt.
So, jetzt habe ich hier so ein Kristall. Nice. Ja, genau, den hatte ich auch gerade, aber den konnte ich irgendwie nicht einsetzen gerade. Also ich konnte den Typen auch gar nicht ansprechen. Hier sind die Eisblumen, die ich jetzt anscheinend brauche dafür. Und ein weiterer Hammer. So, die Träume wiederholen sich immer wieder, ne? Ich sehe gerade, die bauen hier wieder das Boot. Jetzt habe ich hier einen Sandfrosch. Und noch mehr Oberschenkelknochen. Also da quasi gefangen in einem ewigen Kreislauf. Und Albträumen. Nett. Mein Gott, wo ist denn jetzt wieder die Brücke? So. Du hast jetzt hier deine Eisblume. Ich hoffe mal. Das ist das, was du wolltest. Ja, rein damit. Ah. Okay, er will nicht den blauen Kristall haben. Er will wirklich den violetten haben. Jetzt noch Wasser, oder? Nee, du kannst bloß... Nein, nicht ziehen dran. Du kannst bloß zu der bestimmten Tageszeit das herstellen. Außerdem den Zapfhahn kannst du... Doch, den kannst du betätigen jetzt, ja. Okay, ja, der will, dass ich morgen wieder komme. Ja. Okay, da gibt's morgen was Kaltes zu saufen. Hi, ja. Aber ich will doch jetzt saufen. Das ist ein Dodo-Ei. Schön. Das kann ich gut gebrauchen. Gib mir mal den Dodo weg. Geht. Ja, mit dem Ei. Oh Gott, die scheinen auch hinter mir her zu sein, wenn ich das Ei hab. Leg die einfach weg. Nope. Das sind kleine, unfertige Vögel. Die nicht flugfähig sind. Weiß ich von der Klippe. Können wir mal kurz eine Runde? Immer noch der Traum von Grab, aber es wächst ein kleiner... Oh Gott. Oh, ein Bäumchen. Jetzt weiß ich, warum er das kleine Bäumchen umarmt hat am Anfang. Und warum er es jetzt auch mitnimmt. Oh. Warum das kleine Grünzeug anscheinend ihm so wichtig ist. Uff. The Fields. Wilson! So einen roten Apfel brauche ich. Weil wenn es wenigstens ein Volleyball wäre, ja, aber es ist quasi der Baum, der aus der Leiche seiner toten Freundin gewachsen ist. Eieiei, Implikation. Ah, ich habe mich schon wieder zur Farm hin verlaufen. So. Ja, ist auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. Ihr wollt was Kaltes zu saufen haben. Das sind die Guppies, das heißt, ich bin nah dran.
wo war denn das jetzt nice. Wieder? So, gibt's was Kaltes zu saufen? Ich kann sogar noch selber trinken, aber ich den Typen erstmal hier was. Da ist die Farm, da sind die Äpfel. Hier, trinken, ja, nice. Hörst du jetzt auch ständig die Glocke irgendwie bimmeln zu lassen, verdammt? Ja, ich kann keine roten Äpfel pflücken. Was ist los, Brudi? Kann ich hier drüben welche pflücken? Ich sehe immer noch eine Perle haben. Ah, na endlich. Der Typ ist anscheinend jetzt mit sich zufrieden. Gut. Jetzt sind das auch eine Schnäppchen an die Glocke irgendwie rumzubimmeln zu lassen. Höchstwahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, da ist irgendwie noch ein anderer Haken, weil das mit dem Bier hatte ich schon gemacht. Und jetzt kann ich mir irgendwie nur Buff-Tränke herstellen. Und das kann ich erst am Morgen wieder machen, okay. Nur ein Bierchen am Tag, was ist das für ein Cooldown, Kurt? Denk doch mal an die Alkoholiker. Ja, echt mal. Nee, nee, nee. Ich kann ja mal in die Dude jetzt mal hier fragen. Bei mir ist der Mönch unzufrieden und ich soll ein Bier herstellen. Tatsächlich, was eisgekühltes, sagt er. Aber irgendwie kann ich nur noch Bufftränke machen. Mhm. Also er sagt mir immer noch halt hier, ja, das ist noch zu laut. Da steht ein Glas drunter. Ich kann ihn die Glocke klauen. Was? Ich hab dir die Glocke geklaut. Okay, das mache ich jetzt auch. Das wusste ich nicht, dass das geht. Ja, hier bleibt sie noch im Dorf, aber ja, ich nehme mal die Glocke mal einfach mal weg, ne? Hey, komm schon. Ich dachte jetzt auch erst ja, dass ich ihm, keine Ahnung, irgendwie hier was zu daufen geben soll, dass es dann so heißt, ja. Ich bin jetzt hacke dicht, ich kann jetzt nicht mehr die Glocke irgendwie läuten. Nein, nicht klar, einfach die Glocke. Ich muss erstmal zur Glocke kommen, weil irgendwie komme ich da jetzt gerade nicht hin. Du springst einfach hier von der Klippe einfach dann runter. Ja, 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 das ist mir schon klar. Ich muss da erstmal hochkommen. Und ich laufe wie ein Weltmeister. Walking Simulator. In die Fresse gejietet. Okay, jetzt wieder auch ein Bier. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Du bist da ja mit einem Jump hingekommen, ne? Ich brauche ein paar Anläufe mehr. Ah, jetzt. So, ich mache mal ein neues Glas. Muss ich jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Also ich habe gerade einfach das Ding gegen den Schädel gejietet und dann so, oh, cool. Gib mir ein Bier. Ja, ich kam die Klippe nicht rückwirkend wieder hoch. Das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder hochlatschen. Ach, ist das nicht wundervoll. So, ich sehe auch gerade, ich bin jetzt schon seit fast 2 Stunden am Stream. Ich würde es auch bis maximal, glaube ich, irgendwie 4:15 noch machen. Mhm. Weil ich wollte es ja auch nur, sag ich mal, anspielen. Laterne. Und mich suchtet das gerade wieder, weil ich Progress gemacht habe. Yes. Sehr gut. Was ist mit ihm hier? Dieses komische Pflanzenmonster, das meditiert gerade.
Ja. Ja, er schwebt halt, weil er ist halt mit sich im Zen und alles. Verstehst du? So, danke fürs Rad. Stimmt, ich muss ihn auch gerade verprügeln mit der Glocke. Ja, dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch das Ruder, glaube ich. Er will auch einen Drink, okay. Hä? Axolotl will wieder was von mir? Was will die Alte? Ja, der Handwerker hockt auch jetzt hier gerade bei mir rum und will irgendwas, aber kommt irgendwie nicht mit der Sprache raus. Ah, nee, Axolotl hat er mich bloß angesprochen, weil ich auf ihn drauf gesprungen bin. Ja. Komm zurück, Rad. So, jetzt brauche ich nur das Ruder. Naja, um das Ruder zu kriegen, musst du ja erstmal wieder Bier brauen, oder nicht? Keine Ahnung. Oder irgendwas Eisgekühltes. So. Der braucht Geld für ein Haus. Okay, nice. Oder hast du die Laterne schon? Die Laterne habe ich schon. Okay, wie hast du die gekriegt? Die hat er mir gegeben. Ich habe das Bier in die Hand gedrückt und dann so, ja, hier hast du Laterne. Okay, du hast das Bier gehabt. Ja gut, nee, das hatte ich jetzt nicht. Lass jetzt mal gucken, weil jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Ruder. Wo hattest du nochmal das Gold gefunden? Weißt du das noch? Beim Schmied. Okay. Also den Goldbarren beim Schmied. Vielleicht kriege ich ihn ja dazu, dass das auch zu Münzen zu verarbeiten. Mal gucken. Ja, das würde ich nämlich gerade ausprobieren, weil Bier kann ich sowieso jetzt gerade nicht herstellen. Ah, warte mal, Ruder beim Schmied, ja. Ah, jetzt brauche ich Erz. Ah, okay, dann braucht man nicht das Gold, sondern das Erz. Mhm. Brauche ich jetzt das Erz jetzt hingeheatet? Aber meins müsste noch in der Höhle sein, das habe ich nicht angerührt. Das ist das hier? Ja, gut. Hier, Eisenerz, mach mehr Metallruder. Aber bei dir ist ja genauso Nacht wie bei mir jetzt. Ja. Er macht das erst morgen. Aber bei dir steht er noch, ja. Meine ist schon längst reingegangen. Ja. So, wo ist die Kackhöhle jetzt wieder? Das heißt, eine Runde pennen gehen und dann müsste eigentlich alles ready sein, damit ich jetzt, dass ich zumindest die Story durch habe. Ja, noch so viel noch irgendwie an Nebensachen zu machen. Na, sag das mal nicht zu laut. Also klar, die Hauptmission ist, das Boot wiederherzustellen, aber da waren noch irgendwie noch zwei andere, oder nicht, beim Boot? Kann sein, weil das zeigt mir irgendwie vier Sachen an, die ich wohl machen muss. Irgendwas mit dem Entdeckerfrosch, ein Haus, ein Rennen und dann das Boot. Hm. Nicht, dass es dann doch irgendwie so heißt, dann so, ja, du musst aber alles bitte machen. Ah ja, jetzt sehe ich es auch wieder. Jetzt fängt wieder die Geschichte wieder von vorne an. Also das mit dem Haus könntest du eventuell mit der Goldmünze regeln. Hm. Also zumindest hatte der eine Frosch da irgendwie was gezeigt mit dem Haus. Ja. Und der andere wird irgendwie, keine Ahnung, einen Geldbaum irgendwie pflanzen gefühlt. Hm. Ich meine, vielleicht kriege ich ja auch von dem einen Farmerfrosch noch irgendwie was anderes, wenn ich sämtliche Köpfe wirklich halt drauf packe und nicht nur Bienenstöcke habe. Hm. Naja, zwei Köpfe kannst du theoretisch noch freischalten. Habe ich auch gefunden. Ja, das täuscht. Ja. So, Metallruder. Danke.
du oder machst du Erz? Mich guckt er bloß fragend an, wenn ich ihm das Erz in die Hand drücke. Großartig. Yeah. Er ist aber wunschlos glücklich. Nein, nicht in jeden Hauswechsel. Nice. Okay, wir brauchen jetzt noch eine Pflanze. Ja. Ganz, ganz wichtig aus Gründen. Okay, nee, ich kann anscheinend jetzt doch so auch schon von dann ziehen. Okay. Oder kann es sein, dass es halt mehrere Enden gibt, je nachdem, wie viel du da machst? Das kann natürlich auch sein, ja. Und das war jetzt zumindest, sag ich mal, glaube ich, das einfachste und das schnellste Ending, glaube ich. Ah, cool. Ich habe gerade einen Zaubertrank getrunken, der mir eine lange Zunge verabreicht hat. Okay. Damit kann ich aus weiter Entfernung Sachen packen. Du warst zu lange auf dieser Insel. Du bist zum Frosch geworden. Ja. Die Strahlung. Aber der Typ will meinen Goldbarren nicht haben. Oder das Erz zumindest zum Verarbeiten. Hm. Jo, Time on Frog Island, danke fürs Spielen. Ja, gerne, gerne. Und ich kann trotzdem, sag ich mal, noch weitermachen. Wir haben den restlichen Kram da noch zu erledigen. Ja, weil wahrscheinlich kann ich halt. Ja, wie du auch mal meinst, die restlichen Sachen noch erledigen. Ja, weil ein Ending habe ich jetzt so freigeschaltet und es gibt wohl noch drei andere. Hm. Irgendwas mit dem Forscherfrosch, irgendwas mit der einen Hütte und irgendein Rennen. Nice. Ja, nee, aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt, sag ich mal, das eine Ende dann jetzt anscheinend bekommen und es, sag ich mal, offiziell halt durchgespielt. Das war Time on Frog Island. Nice. Sehr, sehr nice. Also ich werde es... muss mal das Auto auch schon mal mehr anschmeißen. Nochmal schon mal das Spiel ausmachen. Also ich werde es definitiv nochmal privat ein bisschen mal weiterspielen. Mal gucken, was ich da noch bei den anderen Sachen wie freischalten kann. Also ja, das ist ein kleines, nettes Indie-Spiel, wo ich auch sagen muss, das hat sich jetzt mal gelohnt. Weil jetzt halt knapp so 2 Stunden, um halt die Storyline... einfach, sag ich mal, so durchzubekommen. Recht fix. Aber man muss auch ein bisschen nachdenken. Also es ist wirklich sehr nice gemacht. Nicht nur mit dem Piktogramm, sondern auch mit den Rätseln an sich. Ja, also kann ich jetzt nicht meckern. Kann ich nur weiterempfehlen. Für Switch und für PC. Ja, wie gesagt, ich werde es nochmal für mich bereit noch ein bisschen weiter spielen. Mal gucken, ob halt die anderen Endings ein bisschen etwas anders sind, was man da freischalten kann. Ich meine, vielleicht auch in Ähnlichem auf der Insel bleiben wahrscheinlich, weil warum sollten wir sonst ein Haus bauen? Aber ja. Nichtsdestotrotz, danke erstmal alle, die dabei waren. Im Chat wie im Discord war es ja heute nur Kaddel gewesen, deswegen danke Kaddel. So, und ja, nee, wie gesagt, deswegen von dir nochmal aus, kannst du mal einen Schuss sagen, wenn du magst? Ich will ins Bett, es ist 9:30, ich bin schon viel zu spät dran. Okay, gut, dann erstmal vor Kaddel, dann eine gute Nacht. Und ja, ne, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, Time of Frog Island, schaut mal, wenn es mal irgendwie ein Sale für die Switch oder für den PC da ist. Nettes kleines Indie-Game und ich muss sagen, auch von dem, was ich gestern hatte mit Grapple Dog, ja, also so im 15-Euro-Bereich, ist gut Content drin, hat man seinen Spaß, also ich kann es nur empfehlen, bei Daumen nach oben. So, da will ich jetzt mal sagen, das war's auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
entweder Freitag, obwohl das eventuell wegen Schläferz vielleicht noch auf der Kippe steht, aber zumindest dann, sag ich mal, Sonntag bzw. Samstag oder Sonntag wieder, je nachdem, wie es, sag ich mal, gesundheitlich bei Picks und Ticks nochmal ausschaut. Also, ja, kurz und knapp, bis nächste Woche, euer Ben, macht's gut und tschüss.